Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner hier ist der Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint und ich bin der Sashi und wir haben heute den 17. August und am 17. August hat wer Geburtstag? Ein ganz hübscher. Und zwar ist das der Sean Penn. Sean, wieso sagst du Sean so komisch? Sean Penn, ich weiß nicht, ich finde den Namen Sean irgendwie ganz cool. Sean Connery gibt es ja auch noch. Ja, stimmt, der war auch cool. Kennst du noch einen mit Sean? Wycliffe Sean. Ich kenne nur Wycliffe Sean, genau. Ich kenne nur am nächsten Tag Sean wieder nüchtern. Okay. Ja, genau. Füße hoch, der kommt flach. Ja, genau. Was sagen. Ja. Sean Penn hat Geburtstag, aber am 17. August. 1960 übrigens. 1960 ist der Mann. Naja, so alt geht jetzt. Also. Nur so langsam. Ja. Am 17. August 2000 wurden auch die UMTS-Rechte wurden versteigert. Nee. Ja, die wurden versteigert für knapp 100 Milliarden D-Mark. 100 Milliarden scheiß D-Mark. Also 98,8 Milliarden eigentlich. Ja, das ist das, was ich aus der Steuer immer rauskriege. Ja, genau. Das muss ich monatlich an Mehrwertsteuer nachzahlen. Man hat es schon nicht leicht, ne? Ja. Stimmt. Wahnsinn. Mehrwertsteuer Vorauszahlung. Ja, ja, genau, ja, Vorauszahlung. Ja, genau. Ja. 100 Milliarden. Ja. 100 Milliarden, die UMTS. Ich kann das gar nicht aussprechen. Die UMTS-Rechte. Die UMTS. UMTS, genau, UMTS. Die UMTS. Aber was war am 17. August noch? Ich kann auch anbieten, den Nationalfeiertag Argentiniens. Wahnsinn, oder? Ja, zum Glück war der nicht beim Finale 2014. Wäre nicht so schön gewesen. Nee, wäre nicht so schön gewesen. Das stimmt. Und zwar ist der zu Ehren des Generals José de San Martín. José. Ich kenne ja auch einen José. Ja? Ja. Und es gibt ja verschiedene Arten, wie man José aussprechen kann. Einmal so wie du, so rausgerotzt. José. Ja, das geht immer. Dann kannst du Rosé sagen. Ach was. Ja, Rosé sagen die. Die München sagen immer Rosé. Zu dem... Ja, die haben auch eine eigene Sprache. Kollege. Rosé. Und dann gibt es noch José. Okay. José Mourinho. Ja. Aber der wird ja genauso gesprochen. Ja. Okay. Geschrieben. Ja, stimmt. José, Rosé, José und Jose. Jose. Ich sage immer Jose. Das klingt nach Norddeutschland, Jose. Ja. An dieser Stelle schöne Grüße an Jose, unserem Illustrator. Und Chauffeur von Shoki Banoki übrigens. Ja. Oh, Chauffeur. Ja. So weit seid ihr schon. Ja, ist ja klar. Kein Problem. Ja, heute war der 17. August, morgen sehen wir uns wieder am 18. August. Bis dahin könnt ihr auf den Kanal von Gonzales und Clint gehen und das ganze Ding da mal liken und abonnieren und Glocke aktivieren und den ganzen alles. Käse da. Entertainment pur. Ja, und könnt mal gucken, was die so machen hier von Gonzales und Clint. An dieser Stelle sage ich Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.